willkommen. Learn Rails the Hard Way in Production. Ich erzähle euch mal eine kleine Story, wie man seine Rails-Infrastruktur nicht betreiben sollte. Beziehungsweise wie wir auf die Nase gefallen sind. Und sehr viele Leute haben ein paar Learnings, die wir in den letzten Jahren gekommen haben. Mein Name ist Andi. Oh, sorry, falsches Foto. Ich arbeite auch für Trivago, wie der Christoph. Ich arbeite im Bereich Site Reliability und Platform Engineering. Bingo. Ich mache eigentlich meine Arbeit gut, wenn ich nicht da bin und wenn es Probleme gibt, bin ich da. Meine Aufgabe ist eigentlich alles das zu skalieren, wo Produktteams, Feature-Teams und so weiter eigentlich A, keine Zeit oder keine Lust zu haben. Das bedeutet Stateful Services wie Datenbanken, Kafkas, Infrastruktur, ich glaube Neudeutsch, die ganze Sache, DevOps. Wir sprechen heute über Rails. Erstmal die Frage, wer kennt Rails? Das sind sehr viele in der Response. Wer benutzt Rails in Production? Das sind ein paar weniger. Wer hat bzw. hatte Probleme mit Rails? Das sind gar nicht so wenig. Okay. Für die Leute, die Rails nicht kennen. Rails ist ein In-Memory Data Structure Store. Das sollte jetzt ziemlich kompliziert werden. Rails ist eine Datenbank, wird aber sehr oft auch für Caching oder Message Broker genommen. Mit dem PubSub-Protokoll. Das Coole an Redis ist eigentlich, dass es ziemlich viel native Datentypen unterstützt. Strings, wie auch ein APCU, ein Xcache, ein Memcache oder von mir aus auch eine Datei. Aber auch Hashes, mit PHP ist das jetzt hier ein Array. Oder Liste, mit PHP ist das auch ein Array. Oder Sets, in PHP ist das ein Array. Okay. Rails hat noch ein paar weitere Features, Replikation, Eviction Policies, man kann es mit Lua-Skripten etc. etc. Eigentlich kann man das zusammenfassen, dass es eine ziemlich sophisticated NoSQL-Datenbank ist. Wie dem auch sei, fangen wir einfach an. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, als Machete ins Kino kam? Wie sieht es mit Social Network aus? Oder Rapunzel? Okay, wir reden hier eigentlich über den November 2010, aber eigentlich spielt das gar keine Rolle, weil wir zwei Monate vorher angefangen haben. September 2010, das war vor Composer, habe ich diesen Comic gefunden. Da hat ein Entwickler von uns die ersten PHP Redis Connection Libraries reingecommittet. Composer gab es noch nicht, so hat man früher Dependency Management gemacht. Einen schönen Contrib Folder, Abfahrt. Die ganze Sache hat uns ziemlich lange nach vorne gebracht und wir sind ziemlich lange gefahren, deswegen springen wir einfach 3 Jahre weiter, in den Februar 2013. Redis lief stabil, die Clients liefen stabil, alles klasse. Irgendjemand hat das in die Produktion gepackt und dann die Firma verlassen. Somit hatten wir eigentlich niemanden, der da wirklich tiefes Knowledge hatte. Im Februar 2013 haben wir ein bisschen an der Performance von der Website rumgeschraubt. Wir haben die PHP-Library mit den CX-Händen ersetzt. Alles war klasse, super, weiter ging's. Ein Jahr später. Februar 2014. Was haben wir gemacht? Die 60. von Literol gefeiert. Nee, kleiner Witz. In der Zeit hat Trivago eine ganze Menge neuer Plattformen und neue Features gelauncht. Also wir sind in Indonesien, Malaysia, Thailand, Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika in die Stadt gegangen. Der Traffic stieg relativ schnell an und weil überall Werbung geschaltet wurde etc. etc. Wer Fernsehwerbung schon mal gemacht hat, der weiß, das kann ziemliche Peaks erzeugen. Für eine Webseite heißt es eigentlich, es gibt zwei Möglichkeiten. Das geht gut oder man macht den hier. Den haben wir gemacht, weltweit, für ca. 40% unserer User. War keine lustige Geschichte und irgendwann haben wir, wurden wir halt nervös, weil 40% heißt, du reloadest 10-mal, 4-mal Christian und 6-mal nicht. So sah es im Frontend aus, im Backend sah es dann eher so aus. Wir hatten, wie Bastian vorhin geschrieben hatte, zentrales Log-Management, konnten also von all unseren Webservern die Logs lesen. Hier mal einen kurzen Stack-Trace. Das ist schon die neuere Codebase, Composer gemanagt, auf Systembasis. Eigentlich ist aber der Fact-Teil Read-Out und Connection der Klassiker. Das ist eine Fehlermeldung, die kam von der Exception, von der PHP-Exception, sorry. Und wie jeder andere Entwickler auch, was macht man da? Man tut. Man kriegt Treffer, das ist gut. Erster Hit. GitHub-Issue, geil. Noch besser in unserer Extension, die wir so benutzt haben. Und gesagt, super, da steht jetzt die Lösung, wir machen das eben und dann ist das Management wirklich.
Wir haben uns das dann durchgelesen und relativ schnell gemerkt, das ist alles noch ein bisschen komplexer. Den Screenshot, den ich da gerade zeige, der ist von gestern. Das Ding wurde am 30. Oktober 2011 erstellt, ist immer noch offen und hat 113 Kommentare. Es sind ziemlich viele unterschiedliche Architekturen beschrieben, auf den verschiedensten Betriebssystemen, von Windows, CentOS, Red Hat, SUSE, etc., etc. und noch und nöcher mehr Lösungsoptionen. Und wir hatten sie halt. Wir sind einfach mal durchgegangen und haben teilweise retrospektiv betrachtet sehr, sehr gefährliche Dinge gemacht. Der Bastian hat vorhin über Circuit Breaker erzählt. Ja, wir haben einfach mal einen kompletten Timer auf 0 Infinity gesetzt. Gucken, ob es löst. Wir haben die an den Netzwerksettings von unserem Server, von unserem Webserver und von dem RAID-Server umgespielt. Wir haben die Sync-Cookies von TCP/IP Netzwerk disabled. Wir haben die Backlog-Size hochgesetzt. Inzwischen würde ich sagen, kacke, was haben wir da gemacht? Wie dem auch sei, das Ergebnis war? Nö. Ich fasse mal zusammen, manchmal haben wir einen guten Tag beim Lieber, manchmal haben wir schlechte Tage beim Lieber. Okay, wir haben weitergemacht. Wir haben uns mal ein bisschen mit unserer Codebase auseinandergesetzt. Und haben mal ein bisschen Code gelesen, okay, was machen wir da eigentlich, wie connecten wir zum Redis und so weiter und so fort. Und dann haben wir festgestellt, scheiße, wir schließen die Connection eigentlich gar nicht. Wir machen die auf und lassen die dann in Nirvana verschwinden. In den neueren PHP-Versionen ist das in der Regel kein Problem, PHP-Mensch das für euch. In den alten PHP-Versionen konnte ich mich noch daran erinnern, so nach dem Motto Memory Leaks, wenn man MySQL-Connection geschlossen hat und so weiter und so fort. Also haben wir die Boy Scout Rule angewandt und da haben sie erstmal nachgezogen. Super, hat jetzt auch nichts geholfen. Okay, Monat verschwendet, weil wir mussten echt viel Code lesen. Was haben wir im März gemacht? Den 50. von HP Wechsel gefeiert. Da haben wir uns aber trotzdem mal die Frage gestellt, okay, was suchen wir denn eigentlich? Wo ist der Bug eigentlich? Ist der im Server oder ist der im Client? Wir haben einen Infrastruktur-AB-Test gemacht, wir haben die Hälfte unserer Infrastruktur eine andere Client-Version ausgerollt als über die andere Hälfte der Infrastruktur. Was wir haben wir gemacht? Wir haben die PHP-Extension auf 50% des Server gelassen und wir haben die P-Redis, die PHP-Implementierung, auf die anderen 50% des Server ausgerollt. Gut. War jetzt nicht ganz so erfolgreich. Wir haben denselben Fehler einfach nur anders benannt gekriegt. Da haben wir uns festgestellt, okay, der Client schmeißt immer noch Fehler, unabhängig von der Client-Library. Deswegen sprechen wir nicht über einen Bug wirklich in PHP-Redis. Nur wenn wir einen Bug in Redis suchen und wir kommen da an im Issue Tracker und sagen, ja, wir laufen Version 2.6 und wir denken, da ist ein Bug, wir haben keine Ahnung genau was, aber schauen wir mal. Die erste Antwort, die ich als Open Source Maintainer schreiben würde, wäre, update doch erstmal, vielleicht ist er schon gefixt. Haben wir gemacht, alles klasse, aber nö. Ging halt einfach nicht weiter, Probleme wurden nicht besser. Super, was haben wir gemacht? Erstmal 3 Monate verschwendet. Oder anders, oder gelernt, wie es nicht geht. Mai 2014. Zu diesem Zeitpunkt waren wir richtig frustriert. Nicht, weil wir noch keine Lösung haben. Das ist in Ordnung. Wir haben das Problem noch überhaupt nicht verstanden. Was macht man dann? Man geht zurück ans Leitbrett und liest erstmal Dokumentation. Wir haben diese komplette Dokumentation durchgelesen. Es hat echt viel Zeit gebraucht, es war aber sehr sinnvoll. Wir haben 2 Features entdeckt. Watchdog und Slowdog Feature. Das sind eigentlich Features zum Tracken von Latency-Problemen und zum Tracken von Blocking-Operations in der Datenbank selbst. Haben gesagt, super, geile Report, was wir gefunden haben, testen wir. 21. Mai 2014, 6 Uhr abends. Wir hatten, alle waren committed, komm, wir machen das jetzt. Wir müssen das jetzt wissen, wir haben echt Arsch auf Grundeis. Wir haben vergessen, dass ein Mitarbeiter immer dabei ist. Murphy. Ich mag ihn nicht, ist der hässlichste Kollege ever. Punkt ist, er sagt, Murphy's Law, wer sie nicht kennt, alles was schief gehen kann, geht schief. Jo. 6 Uhr abends, Mittwoch, Watchdog angeschmissen, Segmentation vorher. Und ist die komplette der Redis Master weltweit auf die Nase geflogen, offline. Wundervoll. Bug bei Redis eingetütet. Wir haben wirklich einen Redis-Bug gehittet. Wir betreiben unseren Redis-Server, unsere Redis-Cluster auf FreeBSD und da gab es einen Bug im Verarbeiten von Operating System-Signalen. Innerhalb von 5 Tagen wurde das gelöst. Respekt an das Redis-Team. Super Arbeit, sehr schwerer Bug. Erstes Learning: Testing in Production sollte man sein lassen. Kleiner Witz. Testing in Production ist das einzig Wahre. Deswegen, erstes reales Learning: Das klingt obvious. Das ist aber die wichtigste Regel, die ihr euch
zu Herzen nehmen sollte, wenn ihr mit Redis unterwegs seid. Redis ist single-threaded. Das bedeutet, jeder Command blockt für eine gewisse Art und Weise. Ihr werdet lachen, doch das ist der Root für ca. 80 bis 90 Probleme, die ihr für Redis, Mailinglisten, Reddit-Posts etc. etc. Der Grund ist. Wir haben uns weiter die Logs angesehen und hatten eigentlich Redis somit fast die Standard-Features gelauncht. Beim Durchsehen der Logs haben wir Folgendes gesehen: okay, irgendwie dumpen wir die komplette Datenbank alle paar Minuten auf Disk. Und irgendwie dauert das 400 Millisekunden, bis der Prozess überhaupt gestartet ist. 400 Millisekunden. Das bedeutet, für 400 Millisekunden macht das Ding nichts. Bei der typischen, weiß nicht, was, PHP-App hat so eine Response-Zeit von 200 Millisekunden, 300 Millisekunden. Das bedeutet, da gehen ziemlich viele Requests einfach mal in die Binsen. Des Weiteren haben wir gesehen, gut, der Kollege nimmt währenddessen auch einfach keine neuen Connections mehr. Deswegen, zweiter Tipp, schaut euch eure Persistence an. Redis kommt mit same defaults. Habt ihr eine Redis-Datenbank, die mit ziemlich vielen Write-Patterns oder mit ziemlich vielen Write-Requests um die Ecke kommt, dann schaut an, was ihr da tut. Weil das Problem ist, wenn ihr versteht, wie ein BG-Save feuert Folgendes. Der forkt einen zweiten Prozess aus. Das bedeutet, wenn der Prozess rausgeforkt ist, ist Redis nicht mehr Single-Threaded, sondern nur auf zwei Prozesse. Für den Rausforken müsst ihr die komplette Memory-Page-Table mit kopieren. Bei einer großen Datenbank von 20, 30, 40 GB kann das mal ein paar Millisekunden dauern. Teilweise bis zu Sekunden, wenn ihr auf Virtualisierung läuft. Braucht ihr überhaupt Persistence? Ihr könnt Append-Only-File entscheiden oder ihr könnt es, also wie wir machen Rolling BG Saves, das bedeutet, wir haben komplette Save Points deaktiviert und wir haben Cronjobs, die zu bestimmten Zeitpunkten das triggern. Redis hat sich großer Beliebtheit gefreut bei uns und wir haben eine ziemlich große Codebase in Java und in PHP und wir haben eine Redis-Instanz. Die Jungs haben das genutzt, alles klasse. Redis unterstützt ein Feature, dass du kannst mehrere Datenbanken pro Redis-Instanz nutzen, so ähnlich wie MySQL. Unsere Java-Jungs haben das aber mit Pipelining gemacht. Pipelining ist ein Feature. Du bereitest eigentlich deine ganzen Commands vor, bunchst die zusammen und transferierst die dann 1000, 2000 Commands einfach zu einem Redis-Server und der sichert, dass die Stück für Stück ausgeführt werden. Du verringerst die Netzwerk-Roundtrip dafür und so weiter und so fort. Problem, wenn du einfach mal 3000 Operationen ausführen musst oder 10.000 oder 100.000, der blockt. PHP fällt das nicht so lustig, somit bye-bye, Downtime. Deswegen, wenn ihr viele Operationen auf eurem Redis ausführt, überlegt euch, welche Datenkontexte ihr habt, welche Applikationen. Also ich meine, Microservices ist das heute gang und gäbe, jeder Microserver hat einen engen Data Store. Das Problem ist, die meisten Leute von euch werden nur wahrscheinlich eine Legacy-Software betreiben, die noch nicht auf Microservices sind. Das bedeutet, die sind in der realen Welt, splittet eure Redis-Instanzen. Die zweite Sache ist Anti-Res, Salvatore, also der Erfinder von Redis, der sagt inzwischen, Select ist das schlechteste Feature, was ich hier eingebaut habe, und nächsten möchte ich das wieder zurückhängig machen. Der Punkt ist, Redis ist Single-Thread. Das bedeutet, moderne Server haben ca. 8, 16, 24 oder mehr CPU-Kerne. Ihr könnt ohne Probleme mehrere Redis-Instanzen auf einer Server fahren. Wir betreiben auf 24 oder 32 CPU-Servern so um die 16 bis 20 Redis-Instanzen. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr Memory nicht überhaupt. Juni, das bedeutet ein Monat, ziemlich viele Änderungen, ziemlich viel alles nach vorne gebracht. Da hat uns die Uni wieder eingeholt. Und zwar, wer kennt denn die Bachmann-Landau-Notation von euch? Da hinten 1, 2, 3, sehr wenige. Faszinierend. Wer kennt denn die BigO-Notation? Mehr. Die Bachmann-Landau-Notation ist einfach der Typ, der sie gefunden hat. Die BigO-Notation, jetzt kommt ein bisschen Mathe, die beschreibt eigentlich die Zeitkomplexität eines Algorithmus. Kleines Beispiel, wenn ihr auf ein assoziatives Array zugreift, also auf eine Hashmap, den Key habt ihr eine BigO-Notation von O von 1, weil mit der Größe der Hashmap verändert sich die Zugriffszeit nicht. Das bedeutet 1 konstant, ist immer schnell. Wenn ihr einen Wert in einer Liste sucht, dann habt ihr eine BigO-Notation von O von n, weil das Problem ist, ihr müsst einmal durch die komplette Liste gehen, das bedeutet n ist die Anzahl der Einträge der Liste. Im Worst Case ist der Value, den ihr sucht, einfach gar nicht in der Liste, somit habt ihr die ganze Liste umsonst durchgeloopt, super. O von n ist in der Regel kein Problem, wenn n 5, 10, 100 ist. Wenn n aber 100 Millionen sind oder ähnliches, dann wird es halt ab und zu doch recht schwierig. Redis basiert ziemlich viel auf theoretischer Computer Science. Und es ist, also meines Erachtens, die einzige Dokumentation, die ich bisher kenne, die die Zeitkomplexität bei Befehlen angeht. Oben sehen wir jetzt beim Set-Command O von 1, das bedeutet, der Set hat immer die gleiche Geschwindigkeit.
Entschuldigung, die gleiche Zeitkomplexität, abhängig von den Daten, die ja so mittelklar, wenn ihr mit Z 3 MB, dann dauert das mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als Z von 2 Bytes. Es gibt auch Befehle, die haben schon O von N. Und Keys ist ein Befehl, wenn du den feuerst, gibt er dir alle Keys von den Daten dazu. Kannst du machen mit 5 Keys, kannst du auch machen mit 100.000 Keys. Nur, Redis ist Single-Threaded, der blockt. Das bedeutet, O von N kann euch töten. Wir hatten auf dem Server, hinten links in der Ecke, vom Data Center, da war Staub drauf. Da lief ein Konter, alle 5 Minuten. Keine Ahnung, der Zettel. Wir haben uns aber alle gefragt, okay, warum ist alle 5 Minuten für 5 Sekunden der Redis nicht erreichbar? Die ganze Sache war relativ einfach. Der Kollege hat dann alle 5 Minuten Keys ohne Pattern, Keys Stern, ging mir alles, auf, ich glaube, die hat 50, 60 GB die Datenbank getriggert. Da war für 5 Sekunden erstmal Ende. Tipp 4. Checkt bitte die Komplexität von euren Commands. Man kann in der Regel jeden Command mit einem deutlich effizienteren Command ersetzen. Beispiel den Keys, wenn ihr alle Keys durchlupen wollt, da gibt es so eine Scan-Familie, H-Scan und so weiter. Die gibt euch gleich einen Pointer mit und dann geht ihr wie so ein Pager über eure Daten. Das einzige Problem dabei ist, dass zwischen euren Commands und dem Pager neue Keys reinkommen können. Dann müsst ihr ein bisschen programmieren. Es gibt Lösungen dafür im Internet, das bedeutet, mit ein bisschen Blue Code kriegt ihr die O von N-Operation relativ schnell aus. August 2014. Wir haben im Mai ziemlich viel Optimierung gemacht. Wir haben im Juni, Juli ziemlich viel Optimierung gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, bei einer großen Website, bei einer großen Architektur schraubt man nicht einfach jede Datenbank einfach so rum und transferiert. Das dauert alles seine Zeit. Man muss sicherstellen, dass das online bleibt. Man muss Slaves aussetzen, etc. etc. Was haben wir gemacht? Den 30 von den Fischer gefeiert. Wir haben weiter Werbung geschaltet, neue Plattformen hochgefahren, etc. etc. Hatte den Nachteil, Status-Applikationen zu skalieren ist relativ einfach. Wir brauchen einfach mehr Server, weil unsere Server irgendwie mit den Request-Anzahlen hier zurechtkamen. Wir haben also einfach nur Blech daneben. Wir haben also unsere Frontend-Server schön so auf 30, 40, 50, 60 hochgeschraubt. Hat alles super geklappt. Den Redis haben wir nicht saniert. Wenn wir uns ansehen, kleine Rechenart, wir lassen ungefähr 200 Leute pro Server drauf, einfach mal so eine Annahme, mal 50 Servern, das sind so eine theoretischen maximalen Connections, die irgendwie aufgebaut werden können zu den Redis-Servern. Ihr wisst alle, wie PHP funktioniert, wir initialisieren irgendwas im Request, machen irgendwas und im End-Request ist das in der Regel weg. Es gibt sowas wie persistente Connections und so weiter für MySQL und Co. Wir fahren Apache 2 mit einem Prefork-Modell. Oder wir fahren keine Nginx mit dem FBM oder ähnliches aktuell. Wir experimentieren damit gerade. Fakt ist aber einfach in dem Preforker-Modell, da ist das mit persistenten Connection halt nicht ganz so geil. Da fährt man eine persistente Connection hoch, legt die ab, aber dann hält die nur 500 Requests oder ähnliches, dann stirbt der Child und weiter geht's. Das hat zum Nachteil, dass, weil wir die Frontend-Server immer so nach rechts skaliert haben, auf 50, 60 hoch, dass der Redis die Wiege gemacht hat, weil er hat einfach kaum Operationen mehr ausgeführt, weil er war einfach busy damit, Connections anzunehmen, einen Befehl, set oder get und Connections einfach da zu beenden. Der war einfach total beliebt. Hallo, hi, tschö, hallo, hi, tschö, hallo, hi, tschö. Gut, das Problem mit Stateful-Applikationen, Datenbanken, die skaliert man nicht ganz so einfach. Da kommt es nicht mit Data Sharding an, etc. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut und es gibt eine Lösung dafür. Twitter hatte die vor dem Scala Rewrite mal gebaut. Die waren glaube ich vorher auf Ruby, deswegen haben die so ein gleiches Problem, die haben auch von der Kiste dazu gestellt. Und zwar haben die einen kleinen Proxy gespielt, der Proxy. Sieht wie folgt aus. Du installierst ein kleines C-Programm in Firefox auf deinen lokalen Kisten, konfigurierst deine PHP-Applikation, dass sie nur Localhost connected und das C-Programm, das läuft halt mit einem State und hält eine dauerhafte Verbindung zu dem Redis-Server. Das bedeutet, wir haben einfach jeden PHP-Client auch die maximale Verbindung auf 200 auf Localhost gesetzt und haben einfach dann nur 40, 50, 60, wie viel Server auch immer haben, Connections zum Redis. Das hat den unglaublichen tollen Vorteil, dass die CPU-Last vom Redis die Biege gemacht hat, nämlich auf 0,00 irgendwas. Der Redis selbst ist CPU-bound. Wenn ihr eine schnelle CPU habt, umso schneller die Taktfrequenz ist, umso mehr Operations pro Sekunde kriegt ihr. Kann teilweise ohne Probleme 120.000, 130.000 Operationen pro Sekunde durchführen, wenn ihr die richtige Zeitkomplexität habt.
Somit, Win-Win-Win. Wir haben den Proxy eingeführt, wir haben Frontend skaliert wie blöde, das Backend haben wir gar nicht mehr skaliert, weil die CPU da so dermaßen runtergegangen ist, dass wir es überhaupt nicht mehr müssen. Wir fahren aktuell fast noch die gleichen Rennsinstanzen. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, so ein Proxy hat natürlich nicht nur Connections, nicht nur Connection-Vorteile, sondern auch Blocking-Vorteile. Das bedeutet, wir können relativ teure Commands oder gefährliche Commands, teure Commands, wie zum Beispiel die Keys, der kann mit dem Proxy sagen, nö, die lassen wir gar nicht mehr durch. Oder dangerous Commands wie Flush, Flush All, Flush DB oder ähnliches. Das bedeutet, Client kann einfach gar nichts Böses mehr machen. Wir können nämlich einfach vorschreiben, welche Keys er darf und welche nicht. Der ganze Talkie basiert auf einem Artikel, den ich letztes Jahr im Oktober geschrieben habe. Und da stehen noch viel, viel mehr Details drin. Wir hatten das Glück, dass der Artikel von irgendwem letzte Woche auf Hacker News gepostet wurde. Wir wurden zum Teil zerlegt, weil Hacker News. Also wer denkt, Reddit ist schlimm, Hacker News ist ebenfalls schlimm. Da kamen aber ein paar sehr interessante Kommentare. Das ist von einem, Reddit ist ein wirklich scharfes Messer, es ist wirklich perfekt für manche Probleme und für manche einfach überhaupt nicht. Würde ich sagen, stimmt. Und jetzt, da habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut, Anti-Rest selbst hat darauf kommentiert. Und zwar sagte er, one problem with Redis is that it looks superficial simple, but actually like a tool in used in critical context, there are two possibilities. First, you know how it works really well and do great things with it. Second, don't understand it properly and find yourself big trouble sooner or later. Wenn ich auf das Problem zurückgucke, yo, zweites. Ja, keine Ahnung, was wir tun. Wir haben es auf die harte Tour gelernt, wir sind echt auf die Mütze gefallen. Inzwischen haben wir das System relativ gut verstanden. Aber genau dieser Code beschreibt eigentlich, was wir erlebt haben. Das Ganze war nicht die Schuld von Redis. Es war einfach nur ein konzeptioneller Fehler, den wir gemacht haben. Ich hoffe, ihr macht diese nicht. Ich hoffe, ihr schaut euch die Punkte mal genauer an. Das Problem ist, die besten Fehler findet man einfach nur in Produktion und nicht auf Stage. Und da kann man so viel Traffic replayen noch und nöcher. Persönlich trauen wir keiner Technologie, wo wir noch keinen Outage mit haben. Erst nach dem ersten Outage vertrauen wir der Technologie, weil wir dann ungefähr wissen, wie man damit arbeitet. Redis ist eine sehr, sehr schöne Software. Die kann euch sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. Klassischer Use Case ist das Caching von Redis. Könnt ihr mit Hashmaps zusammen arbeiten. Somit müsst ihr große Daten mit Unserialized, Serialized, JSON, Decode, Encode und ähnliches nicht verarbeiten. Somit spart ihr euch auch Runtime im PHP-Skript. Wir hatten ein paar sehr harte Monate, haben sehr, sehr viel gelernt. Wir haben seitdem nicht aufgehört, unseren Redis-Stack zu optimieren. Wir haben nicht aufgehört, ihn zu optimieren. Seit dieser Story selbst haben wir einfach kaum noch Probleme damit. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Es gibt noch deutlich weitere Themen, wo man darauf Acht geben sollte. Replikation, besonders Cross-Data-Center. Das bedeutet, wenn ihr nach Asien repliziert, da ist die Leitung eigentlich so die beste und man hat Latency von 200, 300 Millisekunden. Eviction Policies, was passiert mit euren Daten, wenn der Redis denn mal voll ist? Nehmt ihr nichts mehr an? Schmeißt ihr Daten weg? Ja, wie schmeißt ihr Daten weg? Data Sharding, was ist, wenn ihr Daten habt, die einfach nie mehr in eine Box passen und ihr zufällig kein Mainframe da habt, wie 4 Terabyte RAM? Also, wie schadet ihr am besten Daten über mehrere Nodes und was ist, wenn euch 20% des Caches wegbricht, etc. etc. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid nicht so sauer wegen HP Baxter und Helene Fischer. Ansonsten sage ich Dankeschön. Redis, die das große Problem, also das sind wir haben einfach nichts anderes geändert, außer Kisten dazu gestellt. Wir hatten Monitoring auf Operations pro Sekunde, pro Redis-Node und die waren halt um die 15, 20, 30.000 pro Sekunde immer oben. Und just in dem Moment, wo die Leute bei uns im Data Center Service dazu gestellt haben und die Applikationen, die Leute haben, in den Node Balancer reingehängt haben, ging es einfach runter. Wir haben nichts an der Codebase geändert. Das muss. Also das war einfach Glück, dass wir in diesem Punkt nicht viele Features gelauncht haben.
so, wir haben uns auf den Redis-Server mal die Connectors angesehen, also auf Betriebssystem-Level, D-Trace und Co. Und da haben wir gemerkt, okay, der verbringt ziemlich viel Zeit im Netzwerk selbst. Anstatt in seinem RAM, da wo er die Daten schreiben soll, lesen soll und so weiter und so fort. Also FreeBSD bietet da sehr, sehr viele nützliche Tools, sind leider unglaublich kompliziert, sind aber sehr, sehr hilfreich. Beantwortest du deine Fragen? Ich habe eine ganz andere Frage. Wenn ihr habt 3 Monate lang 40% Verlust gehabt, ist das richtig? Zu Hochzeiten. Also morgens war der Traffic nicht so hoch, abends war Google. Ja. Logisch. Aber wird man da nicht irgendwann nervös? Ich meine, die 5 Tage. Ich meine, das ist ja, wie man die Probleme löst, ist die eine Sache. Aber ich meine, wenn man da so 3 Monate mit 40% weltweit Verlust rumsitzt, da wird das Entwicklerteam irgendwann mal nervös. Oder verliert die Nervosität auch irgendwann? So die ersten 5 Tage. So und nach einer Woche, naja. Ich habe echt wenig geschlafen. Ja, also ich kann es mir vorstellen. Und wenn ihr dann auch noch einen Ausfall von 5 Tagen hatte, gut, man kann sagen, ihr habt da nur 60% verloren, weil waren ja nur noch 60% da, aber das kann man ja auch positiv sehen, aber die Frage ist. Also wir hatten keinen Komplettausfall für 5 Tage. Okay. Wir hatten Komplettausfall als zum Beispiel Segmentation Fault, ganz im Ernst. Da crasht Redis den Funnel wieder hoch und die einzige Zeit, wo sie dann in Memory seinen RDB-File wieder laden muss, je nach Größe dauert das dann, weil bei 50 GB dauert das halt ein bisschen länger als bei 2 GB. Oder da handelt sich dann um ein paar Minuten. Wegen den 40%, das waren zu Peak-Zeiten, das bedeutet abends, wenn ziemlich viel Traffic war. Das ging dann um so 3-4 Stunden. Wenn weniger Traffic war, dann lief alles rund, weil halt nicht so viele Leute auf der Plattform waren. Also das bedeutet, wir hatten nicht 24 Stunden 40% 500er, sondern immer nur zu den kritischen Zeiten. Und das war halt abends und dann war halt der Punkt, das, was ich im State Environment nicht nachvollziehen konnte, sondern nur in Production. Was hat es mit den Usern allgemein gemacht? Also ich kann mir ja vorstellen, dass die Zahlen da ziemlich runtergegangen sind, oder? Ja. nee, habe ich leider nicht mehr. Also zu der Zeit hatte ich auch keinen Kopf dafür. Ich bin noch bis heute Abend hier. Falls ihr nochmal Fragen habt, könnt ihr mich gerne suchen oder antwittern, @AndyRunwald. Dann treffen wir uns auch hier noch mehr. Danke euch.